Also mein Ding liegt trotzdem noch an der Türschwelle wieder. Naja, ich sehe dich noch nicht. Aber du hattest es ja vorhin kurz gesehen. Da steht jetzt wieder Yuan. Nee, Thanatos. Ich darf wahrscheinlich nicht zum Feuer reingehen. Ich muss hier vorne wahrscheinlich warten. Oh, jetzt, ja. Ist der Typ noch da? Weiß ich nicht. Ich habe ihn bisher nicht gesehen. Das stand nur kurz da, aber ich habe nichts gehört, als ob der reingekommen ist. Na, wenn der Inversion stand, dann wird er eigentlich da sein. Ansonsten kriegt er die Meldung. Hat sich was bewegt. Ich bin gleich da. Ich bin ja für den kurzen Moment verwundbar. So, ich sehe den. Da oben ist er, ganz geradezu links. An der Treppe. Der fällt runter. Ne, ist der Magier, ne? Rechts ist ja auch noch so ein Bogenschütze drauf. Ganz oben links hast du da. Oh, nicht der. Komm zurück. Ich sehe ihn. Naja, oben rechts ist auch der Magier. So, er kommt zu mir. Kommst du? Soll ich helfen oder soll ich hinten bleiben und heilen? Kannst auch heilen, ja. Das ist nett. Dann bleibe ich lieber hier in Sicherheit vor dem Magier. So, halbtot ist er schon. Hinter dir sind noch zwei Kristallritter, ja. Fuck. Boah, der war hart. Das war gut getimt. Ey. Hallo? Oh, war das gut. Danke. Ich hab nur noch 6. Blöd, Viecher, ey. Wie seht ihr den Typen an, bitte? Nein! Oh. Das kann doch nicht sein. Der Typ ist so gut wie tot, ja. Aber du musst aufpassen, der kommt mit seinen Hieben sehr gut durch. Scheiße. Oh, nee, ging ja, gar nicht. Gesehen. Von hinten, von vorne, von überall. Er weiß es auf jeden Fall. Der hat auch ein Blitzschwert, ne? Wie wir ja vorhin schlimmerweise festgestellt haben. Was hat denn der gerade gemacht? Zauber? Irgendein Gruß wahrscheinlich. Oder irgendein Item genommen. Ja, es war ein Item, aber du kannst doch keine Items nehmen, oder doch? Naja, Menschlichkeit halt, ne? Die wollte ich auch als Heilung dann für mich als Reserve aufbewahren. Stimmt, ja. Lass ihn erstmal vorrennen. Ups. Ich muss mich erst wieder an der Steuerung gewinnen, weil Dragon's Dogma, wenn man das nebenbei spielt, ist das sehr viel anders. Naja, das könnte ja gut klappen mit dem hier. Wie viel empfindlich ist denn der Gegner? Das stand nicht genau da. Aber im das selben Verhältnis blitzt wie auch Feuer. Na, stand nur, dass er schwach dagegen ist. Prozente genau standen nicht da. Also ich würde manchmal sagen, es sind 20% oder 50%. So, jetzt nur nicht runterfallen. Und nicht zu sehr zu schnell hinterher rennen, ne? Weil manche Monster werden ja auch angelockt. Und wenn diese Flugviecher, die Drachen kommen, die haben so einen fiesen Magieangriff. Kommt der gleich drauf. Da waren wir schon. Achso, der ist schon reingegangen, ja. Müssen wir da lang? Nö. Ist ja nur da, um ein Item zu holen. Oder er kennt einen anderen geheimen Weg noch, das weiß ich nicht. Vielleicht kommt man ja von da zu der anderen Seite hin. Ich gehe da mal lang, oder? Kannst du dann gucken, wo er lang gegangen ist. Aber wie gesagt, ab irgendeiner Stelle fällt man ja immer und überall runter. Achso, nee, er wartet einfach nur. Na, guck mal, hier könnte man abkürzen. Okay. Blauen Brocken habe ich bekommen. 2 Stück. Weil ich den Typen getötet habe, oder? Ja, nehme ich an. Sehr schön. Gott. Das ist voll der Freak. Naja, du siehst ja die Schneefelder.
Ja. Oh, verdammt. Ihr seid schon zu nah dran. Ich greife ihn nebenbei an. Aua. Treffe ich ihn? Ja, ja. Ja. Ist ja witzig, dass das genau der... Alter. Ein Mörder ist das. Alter, was ist denn lange? Warte, warte, nicht so schnell. Weil ich bin auch immer schnell. Das tut das hier runter. Oh Gott. Ja. Oh. Der Weg war gerade ziemlich risky, finde ich. Dann nur geradeaus, ne? Ja, ich gehe jetzt hier genau zwischen den beiden Schriften durch. Mann, jetzt renne ich Wasserzeug, Geld. Ich mach den Vogel gerade platt. Er feuert auf euch. Jetzt feuert er gleich auf mich. Der war daneben. Der hat getroffen. Vogel ist tot. Oh Gott. Ich hoffe, ich renne nicht runter. Einfach zwischen den Kristallen durch. Zwischen den Schriften. Er hat aber auch diese ganz fette Rüstung an, ja. So, ich wechsle mal kurz die Waffe, ja. Die hatten doch auch irgendwas Cooles gedroppt. Ah. 110. Na toll, ich würde gucken, wie ich mit der Schaden, aber. Die können Anti-Flugscheiße hinterlassen und dieses Twinkling Tydanit. Achso, gleich zwei hab ich gar nicht gesehen. Oh. Ich mach irgendwas um die 200 noch was Schaden. Also mein Dolch hat 97 Schaden gemacht und meine Waffe ca. 150. Oh, Funke-Titanit. Genau die. Vor allem man sieht's gar nicht. Man muss drüber laufen. Erläuterungsstein, schön. So, jetzt seid ihr alle voll, oder? Nein, noch nicht ganz. Das sieht ziemlich dunkel aus. Hä? Warte, ich muss zuerst. Achso. Achso, ja, weil der schon geskriptet wurde, ne? Kein Film mehr. Ich dachte zuerst den Kristall vernichten, sonst ist er nicht verwundbar. Ist die Frage, ob er das jetzt macht? Ich glaube ja, er rennt so rum. Ich bin auch schon da. Ich hab Angst, ich will hier nicht vorne stehen. Achso, wir rennen beide hin, okay. Du kommst am besten auch nach hinten, das ist effektiver. Ich weiß, was ich letztes Mal... Schneid dir da schon mal den Schwanz ab, ne? Da kriegt man auch eine Waffe. Ich schaff das nicht. Ich bleib hier einfach sicher und ihr macht das. Das ist sehr gut. Dadurch können wir ihn angreifen. Die Waffe solltest du jetzt haben. Schwert des Mondlichts, ja. Mhm. Gott, wie cool. Auf auszurasten. Ah! Ich sehe eure Lebenspunkte nicht wirklich. Oh, was? Hellraiser? Warum ist ein Hellraiser tot? Greif du ihn jetzt von hinten bitte an. Pass auf, er macht eine Superattacke. Geh weg. Das komplette Feld. Schild gedrückt halten, notfalls. Und durchhalten und versuchen, aus den Kristallwand rauszugehen. Nee, mich hat er nicht getroffen damit. Oh, greif den blutigen Schwanz an. Ich komm grad nicht ran. Ist egal, bleib so. Es reicht, dass du Agro hast. Hab ich? Achso, wegen deinem Schwanz Agro. Ich versuche bei Gelegenheit dann anzugreifen mit der Blutungswaffe, weil Blutung soll ja auch eine Schwäche sein. Oh, jetzt dreht er sich zu mir, verdammt. Er greift dir mit seinem Schwanz an. Au. Aber das hat mir irgendwie kaum Schaden. Oh, ich sehe gerade, du kriegst aber Schaden. Ich kann mich heilen, keine Sorge. Achso, okay. Hättest du nicht machen brauchen.
Ja, nee, mache ich. Ich habe noch 13, also die hebe ich mir dann auf. Die Tränke sind, glaube ich, ein bisschen. Oh, oh. Jetzt macht er wieder was. Wie gesagt, Schild hoch und zurückgehen. Es kommt nicht ganz ran zu mir. Ich bin verflucht. Scheiße. Naja, dann. Ey, aber die Kristalle kamen überhaupt nicht ran. Sicher? Die sind nicht rangekommen, die Kristalle. Ja, nächstes Mal nicht in der Ecke verharren am besten. Ich hatte ziemlich gutes Sichtfeld. Die Kristalle waren 3-4 Meter vor mir, haben die geendet.